Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu 7 Days to Die! Und jetzt ein kleines, absolut geiles und super tolles Tutorial, wie man im Early Game schon zu Kohle kommt. Auch im späteren Game machbar, wenn man es auf die Easy Tour will. Also, dreht sich mal alles um Eisen. Das zeige ich jetzt mal. Wir bauen daraus den Robotik-Geschützturm Munition, weil bringt mehr Kohle und Eisen ist leicht zu bekommen. Aus den großen rumliegenden Blöcken kriegt man viel, aus jedem Haus kann man abbauen, jedes Straßenschild. Zeige ich euch nochmal geschwind nachher dann ein paar Sachen, wenn ich es auf die Schnelle finde. Prinzipiell schaut es so aus. Ihr bekommt es für. Das ist mit ein Eisen hat keinen Wert. 5 auch nicht. Das heißt, wir gehen hier auf 10. So, für 10 Eisen bekomme ich 2 Dollar, sage ich jetzt mal, diese Duke-Token-Dinger da. Währung. Machen wir so, zum besseren Vergleich. Wenn wir 30 nehmen, so. Für 30 Eisen wird man 6 Dollar bekommen. Und wir brauchen 3 Eisen für ein Robotikgeschützturm. So, jetzt stellen wir mal 10 her. Und voilà, für den kriegen wir 18. Das heißt, der Vergleich ist 6 zu 18. Ihr verdreifacht den Wert damit. Und da ihr das in Massen kriegt, könnt ihr da irrsinnig viel draus machen. Ihr könnt daher gehen, sagen wir mal so, zack, alles machen. Lasst das mal geschwind craften. Bevor ich das jetzt nur sinnlos rumsteht, sage ich euch, warum ich das gemacht habe. Ich wollte die Workbench haben. Ich habe das Rezept gefunden oder habe es freigeschalten. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, ich habe es freigeschalten über fortschrittlicher Ingenieur. Bin hier bei 3. Ich habe das jetzt nicht alles. Ich habe das meiste durchgelesen, aber nicht alles. Ich glaube, beim ersten habe ich es noch nicht gehabt. War der Schmied, der Tüftler. Ich glaube, beim Tüftler war die Werkbank dabei. Also ihr müsst Tüftler skillen. Dafür braucht sie, glaube ich, hier 4 Punkte. Naja, egal. Dann, wenn sie die Werkbank wollt, die ist für mich wichtig gewesen. Deswegen wollte ich die skillen und habe das Problem gehabt, dass ich zu wenig Kohle gehabt habe für die mechanischen Teile. Ich weiß nicht, wo sie Spawns in meiner Umgebung hat, die der Händler nämlich nur. Ich habe die noch nirgends gefunden hier. Mit dem. Okay. Er hatte sie. Ich habe sie hier gekauft. Jetzt sind sie nicht da. Aber ich habe sie hier gekauft und die kosten 64 pro Stück. Ich habe 20 gebraucht und somit habe ich einfach nur die Kohle besorgt. Und die kriegt sie am leichtesten von dem Zeug da. Am Anfang vor allem. Weil, erstens, der Vorteil. Ihr könnt diese Robotik-Munition herstellen. Schon im Early Game, also gleich am Anfang. Ich habe ein neues Spiel begonnen, bin gespawnt, habe geschaut. Es ist freigeschalten, habe auch eins hergestellt, die Welt wieder gelöscht. Also ihr könnt sie sofort machen, ihr braucht nichts dafür tun. Und dann könnt ihr sofort immer das Eisen, könnt ihr mit der Steinpicke abbauen. Also Steinaxt in dem Fall. Und im Notfall auch dann später mit der Steinaxt, das was wesentlich schneller geht. Das heißt, ihr habt viele Möglichkeiten, irgendwie an Eisen zu kommen. Ihr könnt Autos kaputt schlagen, ihr könnt Gebäude kaputt schlagen, ihr könnt alles mögliche kaputt schlagen. Und wenn es dann hergeht hier und man schaut, für die 210 kriege ich schon 300 und wieder mehr. Also 210 waren das, glaube ich, jetzt. 378, Entschuldigung. Also das hat schon... Das hat schon Sinn. Von daher, so könnt ihr easy Geld bekommen, indem ihr einfach Eisen zu die Robotik-Munition macht. Ich habe das auch mit der Falltüre probiert. Das geht nicht. Und jetzt nochmal kurz ein kleines Zwischendurch. Also der Part selbst ist jetzt vorbei. Schwendel will ich das gerade nicht. Ich laufe jetzt nochmal da raus. Ich sehe jetzt, hier liegen immer Steine rum. Das sind jetzt keine Eisensteine. Aber normal liegen hier auch so Eisensteine rum. Fetter Zombie. Prinzipiell geht es nur darum. Ihr bekommt Eisen recht easy aus Gegenständen, aus den Schildern da.
Aus eigentlich so ziemlich allem. Ich würde nur skillen, ein bisschen Ausdauer weg. Wenn sie auch auf die Werkbank aussetzt, muss ich ehrlich sagen. Ja, 12 Eisen. Seht ihr? Geht super. Was bist du? Kohle. Und hier zum Beispiel ist wieder so ein Paradebeispiel für, wo kriege ich Eisen her, wo kriege ich Eisen her, weil ich brauche schnell etwas. Da. Das komplette Dach ist aus Eisen. Da gibt es sicher noch wesentlich mehr die Gegenstände drin. Alles Mögliche, was da rumkugelt. Ihr könnt das alles abbauen. Ja, auch die Lampe zum Beispiel, aber es geht mir mal um das Gröbere. Das Größere wäre das. Und wir kriegen Eisen. Und das war's schon. Das baut ihr alles ab. Falls ihr die Picke, was ich hier habe, wenn ihr keinen Stress habt, die Picke, was ich habe, ihr braucht Reparaturkits zum Reparieren. Ich habe auch dann schon die Eisending verwendet, einfach nur aus dem Grund, weil es einfach zu materialaufwendig war, die ganze Zeit die anderen Dinge da zu verwenden. Die Reparaturkits, die brauchen auch wieder alles Mögliche an Mats. So, jetzt knapp. Warte. Mist. Naja, okay. Also, guter Tipp, denke ich mal. Vor allem, weil es wirklich im Early Game schon geht. Wenn sie wirklich auf die Werkbank aus seid, sage ich euch gleich, ihr könnt die Sachen dafür, die restlichen Schraubenschlüssel und Klauenhammer, könnt ihr lernen. Da braucht ihr nicht viel. Da geht's einfach in den Bergbaumeister rein. Das ist, glaube ich, ein Punkt reicht da, glaube ich. Wo war der? Da, ne, zwei habe ich drin. Ja, aber einer reicht, glaube ich. Einer ist okay, aber da kriegst du auch gleich die besseren Werkzeuge. Schraubenschlüssel, Detto. Den hier bekommt ihr auch. Nein, bei Altstoffsammlung. Also, ihr braucht die zwei Punkte. Das ist nur für die Werkbank, wenn es euch um die geht. Also, Leute, aber bevor ich mich jetzt wieder verbabbel, das Spiel ist so komplex, riesig, so viel Craft-Sachen, deswegen ein Horde-Crafting-Game. Wünsche ich euch viel Spaß beim Geldfarmen. Ich mache es auch. Am Anfang habe ich mir gedacht, wozu brauche ich das ganze Eisen? Ja, für Eisenblöcke mal später im Game. Dann, jetzt sehe ich das Ganze anders. Da war auch einer. Jetzt sehe ich das anders. Man braucht sie schon viel, viel früher, nämlich um Kohle zu kriegen. Für die Sachen, die was man kaufen kann, aber noch nicht. Oder noch nicht ist relevant oder noch nicht in der Umgebung hat zum Abfarmen. Hier ein weiteres Beispiel, da habe ich mich auch schon gespielt. Wenn sie hier zum Beispiel hergeht, ich nehme jetzt die Eisenpicke. So, ihr könnt die komplette Brücke abbauen. Da ist Eisen noch und nöcher. Wir können ja mal mitzählen, was man aus ein so ein Ding Skills, dieses Ausdauer verbraucht bei Werkzeugen, ein bisschen damit das nicht zu langwierig wird. Aber jetzt schauen wir mal, was wir aus einem Block kriegen. Kommt jetzt immer nur eins ungefähr. Es wird aber dann natürlich, wenn er bricht, mehr. Da kommt so ein Schub und nachher ist noch das Grundgerüst da. Haben wir gleich. 17. 32. Das sind schon wieder 10 solche Teile. 10 so. Was ist da? Grafikfehler. Ja, anscheinend. Also, ihr seht, mehr als genug Eisen hier überall, liegt auch in der Gegend rum. Irgendwann spawnt es auch so wieder. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Eisenfarmen, beim Geldfarmen, wenn euch der kleine Part geholfen hat. Wenn ihr mehr von solchen Parts sehen wollt, wie zum Beispiel, hey, wo kriege ich die Werkbank her? Was ich jetzt eigentlich hier in dem Part schon mitbeantwortet habe, aber das weiß man ja nicht. Dann schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da, ein Like, ein Comment, ich würde mich voll freuen. Supportet mich. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video zu 7 Days to Die. Bis dann und ciao.